Du möchtest 220 Zentimeter und 84 Zentimeter lange Holzstäbe in gleich langen Stücken zersägen. Frage, wie lang können diese Stücke höchstens sein? Nehmen wir einmal an, wir zersägen diese Holzstäbe in Stückchen von 25 Zentimeter. Aber dann bleibt hier noch ein kürzeres Stück übrig und da auch. Und das soll nicht sein. Also, das Maß dieser Stückchen muss ein Teiler von 120 und von 84 sein. Da wir aber die längst möglichen Stücke suchen, suchen wir also den größten gemeinsamen Teiler von 120 und 84. Und dazu machen wir eine Primfaktorenzerlegung dieser zwei Zahlen. 120 geteilt durch 2 macht 60, geteilt durch 2 macht 30, geteilt durch 2 macht 15, geteilt durch 3 macht 5, geteilt durch 5 macht 1. Jetzt die 84. Geteilt durch 2 macht 42, geteilt durch 2 macht 21, geteilt durch 3 macht 7, geteilt durch 7 macht 1. Die Primfaktorenzerlegungen dieser beiden Zahlen sehen also so aus. 120, das ist 2 hoch 3 mal 3 mal 5, also so. Und 84, das ist 2 hoch 2 mal 3 mal 7, also so. Da wir den GGT von diesen beiden Zahlen suchen, berücksichtigen wir die gemeinsamen Primfaktoren und das mit der kleinsten Hochzahl. Der GGT von 120 und 84, das ist also 2 hoch 2 mal 3 hoch 1. Und 4 mal 3 macht 12. Also, die Stücke können höchstens 12 Zentimeter sein. Überprüfen wir das. Wenn wir 10 Stückchen von 12 Zentimeter nehmen, dann haben wir die Länge von dem ersten Holzstab. Also hier passt es. Und wenn wir 7 solcher 12 Zentimeter langen Stückchen nehmen, dann erhalten wir effektiv 84 Zentimeter. Also passt.